Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zocken wir Blast the Past und ja, der Entwickler hat mich gefragt, ob ich das Spiel hier mal testen möchte und ja, wenn ich schon gefragt werde, dann mache ich das natürlich auch. Ja, wie wir sehen, wir sitzen nachher da oben drin und müssen hier ein Haus abreißen. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Move, Arm Control, Rope. Okay, müssen wir gleich mal schauen, wie die Steuerung so ist. Was haben wir hier? Hier können wir Lautstärke. Merturio. Hier haben wir so einen Kassettenrekorder. Probieren wir mal, ob das geht. Okay. Ah, man kann es auch nehmen. Wow. Okay. Boah, jetzt geht's aber ab hier. So. Give me the beat. Nee, wir starten jetzt. Viel Spaß. Good morning, Operator 404. Congratulations. We at AEC cherish the past and its preservation. That's why you have been randomly selected to operate one of our legacy vehicles for today. Your personal belongings have already been delivered to the vehicle. If anything is missing, our support team will gladly assist you. Da hinten haben wir sogar eine Schlafkabine. There is one active button in your close project. Okay, Start. Resuming project. Clear. Es leuchtet das hier. Ah, cool. Raus damit. One building marked for demolition remaining in so, the city erstmal area. Kaffee. My analysis has revealed that this house has a life quality factor of 4. Sehr cool. The average so, wir probieren jetzt erstmal alles aus hier. Was ist das für ein Button? City is 42. Scheibenwischer. Your task is to destroy that building in order to preserve Sound the ink. Past, which is what we at AEC truly take seriously. You are obligated to document any artifacts of historical value with the scanning module on your spherical demolition device. So, schauen wir mal, hier liegen überall Kassetten rum. Was haben wir denn hier? Evaluated by the number of artifacts. Oh, da komme ich nicht dran, doch. You collect and the demolition you cost. Was ist das für ein Knopf? Please complete the task in a reasonable amount of time. Sei runter, okay. Sei wieder rein. Okay, ist ein bisschen zu heftig gerade. Lass mal erstmal. So, wer wollte nicht schon immer in so einem Teil sitzen und diese fette Kugel auf irgendwo ein Haus drauf schmettern? So, los geht's. Ich brauche Frischluft. Okay, kommen Maisbeutel raus, okay, gut. Hier haben wir Schubladen. Ach, wie geil ist das denn? Wir haben noch mehr Kassetten. So, ich suche jetzt Tupac. Leute, warum fehlt der Tupac? Geht ja eigentlich gar nicht. Leer. So, fangen wir mal an mit unserer Arbeit, würde ich sagen. Okay, da kann ich den ganzen Kran bewegen. Okay, hier ist der Arm. Dann schwingen wir mal. Hier war noch nicht so mega. Ein bisschen mehr Kette. Jetzt aber, oder? Jawoll! So, wie kann ich den ganzen Tower bewegen? Ah, okay.
Elvis. Ist gar nicht so einfach. Ah, jetzt bin ich da oben hängen geblieben. Okay, warte mal. Wir holen noch was rein. So, jetzt holen wir mal aus. Also ein relativ schlechter Abreißer, sehe ich gerade. Okay, schwingen wir nochmal. Normal müssten wir ja eigentlich nur unten abreißen, dann müsste ja eigentlich alles zusammenbrechen hier. So, gib Kette. Auch ein bisschen mehr so. Jetzt holen wir nochmal aus. Oh Gott, ich bin schlecht. Da war schon besser. Leute, ist gar nicht so leicht. Ja, Maiskolben haben wir uns verdient. Ich würde sagen, wir versuchen mal mit dem Tower ein bisschen weiterzukommen. Elvis, bleib so stehen. So, jetzt. Wir haben auf jeden Fall Punkte gemacht. Wenn ich ihn jetzt ganz hoch halte und ablasse, dann probieren wir einfach mal, ne? Ich werde immer wieder von der Dings gebremst. Okay, dann muss ich einfahren ein bisschen. Hier muss der Arbeitstag aussehen. Mal ein bisschen weiter. Geht ja um die Kurve auch. Ah, cool. Dann knallen wir den jetzt hier mal so einen rein. Was war das gerade? Komm.
bisschen aggressiver kann es schon sein. Ziemlich ruhig. So. Weiter. Also für einen kostenlosen Titel kann man echt nichts sagen. Ich verlinke das Spiel auch in der Beschreibung. Ein bisschen mehr. Okay, so. Ah, jetzt habe ich die Laternenpfähle beschädigt. Ist mir egal. Wow! Das haben wir uns beschädigt. Nicht so verkehrt gerade. Beim Schwung vielleicht nochmal die Kette lösen. Und wir müssen einfahren. So, nochmal schwingen. Okay, wir müssen noch mal weiter. Das Dach direkt wegknallen können. Probieren wir einfach mal. Müsste doch normalerweise gehen. Nee, das war schlecht. Oder? Müssen. Wer freut sich das? Da ist man gerade in einem guten Flow drin hier. Nichts von selber zusammen irgendwie.
leer. Verdammt. Kaffee alle. So. Sehr gut. Es geht. Jetzt müssen wir eigentlich noch mal. Irgendwie zu der Ecke da kommen. Wir müssen da mal gegenschlagen, da oben. Das können wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier irgendwo stehen. Vielleicht kommen wir dann da dran. Kultur-Icon. Geil. Aber wir können noch, wir sind noch, glaube ich, gar nicht fertig. Jetzt stellen wir das Ding mal so hin und lassen einfach die Kette runter. Dann kann er einmal da durchballern. Nee, okay, falsche. Müssen wir noch ein bisschen zur Seite. So. Ganz die Kette reinziehen. Wir müssen da stehen. War nicht so, wie ich mir gewünscht hatte, aber wir probieren jetzt nochmal da in das Fenster, wie die Luftballons drin sind. Jawohl. Luftballons sind befreit. Fliegt, ihr seid frei. 6 von 10 steht da. Okay, das war's. Ja, Leute, das war Blast the Past. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Als kostenloser Titel echt genial, muss man sagen. Macht auf jeden Fall für eine kurze Zeit Spaß und ja, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Link haue ich rein in die Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer ein Like raus und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.